Hey, willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Freundschaftszone. Ich verrate dir, warum du in die Freundschaftszone kommst und sage dir, wie du in Zukunft nie wieder an diesen unangenehmen Ort kommst. Das ist eine Frage, die ich immer wieder mit Teilnehmern kläre, die ich immer wieder auch von Zuschauern gefragt bekomme. Thema Freundschaftszone, Friendzone ist ein großer Begriff. Heute klären wir es. Also Freundschaftszone. Viele von uns waren schon drin. Wenige von uns wollen wieder rein. Ich persönlich bin in meinem Leben relativ selten reingekommen, weil ich eine Sache immer richtig gemacht habe, die will ich dir gleich verraten. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, Freundschaftszone, was bedeutet das? Wie definieren wir das? Definieren wir es kurz. Freundschaftszone bedeutet, dass die Frau zu dir sagt, hey, ich kann mir mit dir leider nur Freundschaft vorstellen, ich möchte nur mit dir befreundet sein. Das fühlt sich für dich schlecht an, vor allem in dem Moment, wo du die Frau eigentlich willst. Deswegen wollen wir aus der Freundschaftszone raus. Klären wir erstmal, wie man in die Freundschaftszone reinkommt, denn dann wird auch klar, wie man rauskommt oder nicht mehr reinkommt in Zukunft. Du kommst in die Freundschaftszone meist auf einem einzigen Weg, nämlich indem du es verpasst, der Frau zu zeigen, dass du sie willst, dass du an ihr interessiert bist. Wenn du auf eine Frau stehst, und du versuchst, den Hintereingang zu nehmen durch eine Freundschaft. Hey, wenn ich mit ihr befreundet bin, dann klappt es vielleicht irgendwann, weil ich Angst habe, auszudrücken, was ich wirklich von ihr will. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in der Freundschaftszone landest. Denn vielleicht steht die Frau sogar auf dich, aber fragt sich dann, hey, warum macht er denn einfach nichts? Warum kommt denn von ihm nichts? Und irgendwann, wenn eine lang genug Zeit vergeht und nichts von dir kommt, dann denkt sie sich, hey, okay, der ist anscheinend nicht an mir interessiert. Dann sind wir wohl nur Freunde. Das heißt, eigentlich ist der einzige Weg, wie du deine Freundschaftszone gelangen kannst, wenn du nicht ausdrückst, dass du auf sie stehst, wenn du nicht ausdrückst, dass du sie willst. Das ist auch der Grund, warum gerade jüngere Männer eher in der Freundschaftszone landen als ältere, weil ältere Männer tendenziell eher dazu in der Lage sind, auszudrücken, was sie wollen. Wenn ich also jetzt mit einer Frau sehr hardcore und offensiv flirte, dann kann ich niemals in die Freundschaftszone kommen. Alles, was passieren kann, ist, dass sie sagt, hey, du bist nicht mein Typ, aber mit dir befreundet sein, das würde ich wohl. Dann kann ich sagen, sorry, daran bin ich nicht interessiert, denn ich bin an dir interessiert und wir interessieren uns anscheinend für unterschiedliche Sachen. Das ist dann aber nicht wirklich in die Freundschaftszone kommen, das ist dann mehr, ich stelle mir das hier vor, du stellst dir das hier vor und unsere Wünsche passen einfach nicht ganz überein. Das klassische in die Freundschaftszone kommen, das kann eben nur passieren, wenn du es vermeidest oder verfehlst, der Frau ganz klar zu zeigen, dass du sie willst. Wie sieht sowas aus? Du kannst es ihr sagen, hey, du gefällst mir, ich will dich wiedersehen, du gefällst mir, das und das gefällt mir an dir, das finde ich sexy an dir, du bist attraktiv. Du kannst es über Worte sagen. Was viel effektiver ist, immer effektiver als Worte, ist, dass du es ihr zeigst, also dass du wirklich mit ihr flirtest, dass du sie so ein bisschen angrinst, dass du einfach in deinem Körper spürst, diese sexuelle Energie, also diese sexuelle Anziehung, die du gegenüber der Frau hast und sie wirklich, sage ich mal, ihr rübersendest, in dem, wie du mit ihr kommunizierst, ja, dass du ja, so ein bisschen, ja, also dieses Flirterische, dieses ein bisschen, ja, mit so einem Lächeln, so ein bisschen neckisch und dass sie einfach merkt, hey, der steht auf mich, dass du Körperkontakt aufbaust oder Körperkontakt mit ihr suchst, dass du solche Dinge machst, wie versuchst, sie zu küssen, damit sie wirklich merkt, hey, der will jetzt hier nicht nur Freundschaftszone, der will eine ganz andere Zone. Du kannst also niemals in die Freundschaftszone kommen, wenn du regelmäßig die Frauen, die dir gefallen, auch wirklich wissen lässt, dass sie dir gefallen. Und das ist das große Problem der meisten Männer, dass sie eine schlechte Verbindung zu ihrer eigenen Sexualität haben oder sich für ihre eigene Sexualität schämen. Unsere heutige Gesellschaft trägt dazu auch bei, indem sie uns Männer immer mehr verwirrt, dahingehend, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist überhaupt erlaubt, ist es überhaupt in Ordnung, eine Frau attraktiv zu finden oder ist das schon Vergewaltigung? All diese Entwicklungen, die wir gerade in unserer Gesellschaft durchmachen, machen das Ganze nicht gerade einfacher. Du kommst also niemals in die Freundschaftszone, wenn du der Frau einfach regelmäßig zeigst, hey, du gefällst mir, hey, ich will dich, dann bist du absolut sicher. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Auch Videovorschläge immer gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching bei mir, wenn du raus aus der Freundschaftszone willst, wenn du viele Frauen kennenlernen willst, mit vielen Frauen schlafen willst, eine Freundin finden willst. Das machen wir in meinem Coaching. Ich habe schon hunderte Teilnehmer erfolgreich begleitet und werde dich auch zu mehr Erfolg mit Frauen bringen. Und rechts geht's zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.